Disclaimer, presented for historical purposes only, may contain violent and offensive imagery. Spiele der Jugend der Welt. Olympia, das deutsche Olympia. Die Hauptstadt strahlt im Glanz der kommenden Feier. Die Völker der Erde versammeln sich im Zeichen der fünf Ringe. Auf keinem anderen Boden als dem des Sports hat ein Fest des Friedens solchen Zuspruch. Aus allen Erdteilen sind sie gekommen. Nationen mit olympischer Erfahrung, deren Kämpfer schon oft den Lorbeer errangen und Völker, die zum ersten Mal den Kampfplatz betreten. Wie viel an Erinnerung spricht nicht schon aus der Geschichte dieses Festes? Wie viel Freude am ritterlichen Kampf und Spiel lebt nicht auf in allen Besuchern? Das Olympische Komitee ist vollzählig versammelt. Als Sportführer von Schammer und Osten und Staatssekretär AD Lewald begrüßen ihre Gäste. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Graf Bayer Latour, und Dr. Karl Dien fahren durch das festliche Berlin. Über aller festlichen Bewegung liegt schon die Spannung der kommenden Auseinandersetzung. Denn alles, der Hauptstadtfesttagskleid, der Auf- und Abstrom der zahllosen Menge, die ragenden Türme, Mauern und weiten Flächen der neuen olympischen Anlagen, dienen dem einzigen Ziel, der Auseinandersetzung der besten sportlichen Streiter der Welt, Kampfplatz und Rahmen zu sein. Thank you.
Spielen, ehrenhafte Kämpfer zu sein und die Regeln der Spiele zu achten. Die 5000 Meter Lauf, die zweite Langstrecke. Werden die drei Finnen auch diesmal gewinnen, die Suomi geschickt hat? 10.000 Meter Lauf sind sie Sieger geblieben, voran Salminen. Jetzt aber Höckert, der junge Nurmi-Schüler,
Salminen und der Olympionike von 1932 Lechtinen stehen im Feld. Großer Gegner Muracoso, der Kämpfer des 10.000 Meter Laufs, hat die Spitze ergriffen. Hinter ihm liegt Höckert. Dann rückt Donald Lesch zu einem Zwischenspurt auf, will an dem Finnen vorbei. Aber Höckert lässt sich nicht abdrängen, geht zwischen den beiden Gegnern hindurch und führt. Lesch ist Zweiter, Muracoso Dritter, aber die beiden anderen Finnen rücken heran und einen heldenhaften Kampf liefert wieder der kleine Japaner gegen die finnische ineinander geschmiedete Laufmaschine. Höckert, Salminen und Lechtinen. Der kleine Japaner bleibt mit vorn. Er zwingt Höckert zum schärfsten Kampf. Mit seinen kurzen Beinen muss er sich anstrengen, um gegen den langen, fliegenden Finnenschritt anzukommen. Und schon geht es dem Ende zu. Die Finnen gehen zum Schlussangriff vor. Höckert führt. Die Gegner sind abgeschüttelt. Wer wird Zweiter? Lechtinen. Salminen ist gestürzt. Der Schwede Johnson wird Dritter. Muracoso Vierter. Er ist der schnellste Mann der Welt. Stille! Jetzt! Der Schuss! Letzter Favorit, Ralph Metcalf, der andere schwarze Amerikaner, will gegen ihn ankämpfen. Osendorf, Holland, sie jagen dem Ziel zu. Jetzt oben sind alle entglitten und Metcalf wird Zweiter. Dritter wird der blonde Holländer mit der Oranjehose, Osendorf. Schnellster Meister ist er geworden. Und unser Borschmeier ist hinter Frank Wittorf Fünfter. Auch er hat sein Bestes gegeben. Und schon machen sich die Frauen bereit. Birti Walasiewicz, die Polin, die altbewährte, der Mädel aus Kentucky, Helen Stephens. Wiederum ist es still. Auf die Plätze. Fertig. Los! Sie ließen einer Paar lang aus den Startlöchern. Sieht aus, als ob Käthe Kraus führen würde in dem Feld. Aber jetzt kämpft sich die Amerikanerin fort. Helen Stephens dem Ziel zu. Groß ist der Abstand der siegenden Amerikanerin. Das Sternenbanner ist vorn. Walasiewicz wird Zweiter durch die größere Kraft. Und Dritter wird Käthe Kraus. Auch im 3000 Meter Hindernislauf will Finnland drei Medaillen erringen. Iso Hollo wird der Erste sein. Für ihn wird sich kein Gegner finden. Aber die beiden anderen, Tuominen und Mattilainen, für sie sind starke Gegner da. Iso Hollo führt vom Start weg das Feld. Tuominen hält sich hinter ihm, Mattilainen kämpft sich aus dem Rudel heraus. Es geht um die Technik bei den Hürden. Es geht darum, mit größter Schnelligkeit und mit Raum- und Zeitgewinn den Wassergraben zu nehmen. Iso Hollo ist hier ein Meister. Manch ein anderer springt mitten ins Wasser hinein, versäumt Zeit und muss sich erst aufraffen. Als es zum Ende zugeht, findet sich einer zusammen, findet die Form seines Lebens. Es ist Dompert Deutschland. Er ringt die einzige Medaille, die Deutschland in einem Lauf gewinnen kann, in einem Einzellauf. Er hetzt hinter den Finnen her. Vorneweg führt Iso Hollo mit weitem Vorsprung. Tuominen und Mattilainen hinter ihm. Jetzt aber kommt Dompert. Er greift an. Geht in die letzte Runde. Die Zähigkeit des Deutschen weg. Er geht an den ersten Finnen heran, an Mattilainen. Brust an Brustkampf. Alle anderen sind längst abgeschlagen. Iso Hollo rast dem Ziel zu. Tuominen meint sich schon gerettet. Aber noch einmal greift der Deutsche an, aber er erreicht ihn nicht mehr ganz. Die 4x400 Meter, die gewaltige Staffel, wird einen Kampf Amerika gegen England geben. Die Amerikaner haben auf ihre schwarzen Wunderläufer verzichtet. England tritt mit seiner Elite-Staffel an, mit den Kämpfern des 400 Meter Einzellaufs. Zeigt sich, dass diese beiden Mannschaften in Front sind. Kanada kann noch mithalten. Aber dann der Kampf des Leutnants Rampling gegen den Amerikaner Young. Die ganze lange Runde entlang. Der Engländer kämpft sich nach vorn. Das ist sein olympischer Tag. Dieser Tag im August des Jahres 1936. Brust an Brust liegt er eine Zeit lang mit dem Amerikaner. Und dann in der Kurve geht er ihm wirbelnd davon. Deutschland drückt auf. Mit Kanada kämpft es. Mit Schweden, mit Ungarn. Der Amerikaner hetzt hinter den Engländer her. Rampling gibt das Erste ab. Dann kommen die englischen Läufer Braun und Robert. Robert läuft als dritter Mann, Braun als letzter. Braun jagt dem Ziel zu. Er hätte jeden Gegner überwunden in diesem Endlauf. Der Amerikaner kann keinen Zentimeter gegen ihn gut machen.
Deutschland erkämpft sich den dritten Platz dicht vor Kanada. Die 400 Meter Staffel der Frauen ist uns Deutschen der Sieg noch zu nehmen. Wir haben die gleichmäßig stärksten Läuferinnen. Und Amerika hat nur eine überragende Schlussläuferin. Albus läuft bestechend, dann kommt Käthe Kraus, sie rast die Gerade herunter drüben, macht Boden gut, rückt heran. Jetzt ist wiederum Wechsel und jetzt muss Dollinger kommen im bestechenden Kurvenlauf, hinreißend jagt sie davon, der letzten Läuferin der Dörfwelt zu. Und hier wartet auf die Stiefel, sie wartet auf die Läuferin mit dem Sternenbanner. Jetzt wird sich der Kampf entscheiden, der Wechsel kommt. Gewechselt und der Stab verloren. Dörfeld verliert den Stab einige Meter nach dem Wechsel. Wir sind geschlagen. Amerika ist vorn. Der Kampf der Giganten der langen Strecke. Welch eine Anstrengung liegt vor den Läufern. Die Sonne sticht heiß. An den Seen und im Schatten der Bäume wird es Kühlung geben. Aber dann kommt die Aarhus, die lange Asphaltstraße hin und her. Zabala der Argentinier will ein zweites Mal gewinnen. Geht gleich an die Spitze. Aber seine Gegner sind stark. Die besten Langstreckenläufer aus der ganzen Welt. Oliver, sein Landsmann, die Finnen, die Südafrikaner, die Engländer, die Leute von USA. Und die Japaner wissen, was sie wollen. Vor allem ihr Favorit, Son, der Student. Der Japaner führt seit langem. Er kommt jetzt über das Maifeld dem Stadion zu. Frisch noch ist sein Schritt. Weiter ist der Engländer Harper. Hinter ihm, abgeschlagen auf dem entscheidenden Teil der Strecke,
Thompson geht durch das Marathontor in das Hauptkampffeld ein. Mit frischem Spruch geht er dem Zielband zu. Sieger im Marathonlauf 1936 der Olympischen Spiele. Son, Japan, kommt der Zweite. Harper, England. Auch seine Kraft ist noch ungebrochen. Wer wird der Dritte sein? Drüben am Marathontor. Der Dritte ist Nan, der Zweite Japaner. Im Kampf im Weitsprung. Tajima, Japan, Lutz Long, Deutschland und der schwarze Amerikaner Jesse Owens. Lutz Long in seiner bestechenden Technik und der großen Flugbahn. 7,87 Meter auf gleicher Höhe mit Jesse Owens. Jetzt aber kommt der Weltrekordmann. Jesse kommt an. Flach ist die Bahn, aber weit der Sprung. Da, Weltrekord. Finne Kotkasch im Kampf mit drei Amerikanern, zwei Schwarzen und einem weißen Amerikaner, das ist Ale Britton, der Zweite des Wettbewerbs. Der Japaner kämpft mit, aber die Höhe der Amerikaner erreicht er nicht. Alle warten jetzt auf den letzten Sprung von Cornelius Johnson, dem Favoriten der Amerikaner, der schlanke, hochbeinige. Jetzt steigt er über die Latte. 2,03 Meter, die olympische Goldmedaille. Der Dreisprung, Lutz Long springt. Er macht einen letzten Versuch, gewaltig sein Zwischensprung, noch einmal mit aller Kraft dem Ende zu. Über die olympische Marke, über die Weltrekordmarke hinaus. 16 Meter werden angekündigt. Im Stabhochsprung Kampf Japans gegen die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Nishida, Japan, springt. 1,25 Meter. Es kommt sein Schüler Oe, zweite Japaner. Keiner der Amerikaner ist sonst über 4,25 Meter gekommen, außer Medoff, der jetzt die Latte auf 4,35 Meter legen lässt. Es ist schon Dämmerung geworden. Er steigt empor. Höhe ist genommen, 4,35 Meter. Sieger, Medoff, Amerika. Und Reiter wirkten wie ein Ganzes, in so deutlicher Weise verkörpert. Hart auf hart geht es im Endkampf. Der Begegnung der argentinischen Pampa-Reiter mit Englands ruhmvoller Mannschaft. Thank you.
olympische Dorf liegt wie ein Idyll in der märkischen Landschaft. Kleine Gruppen weißer Häuser im Grün, zwischen Fichtengruppen und kleinen Seen im welligen Grund. Jedes Haus trägt das Wappen einer deutschen Stadt. In kameradschaftlicher Nachbarschaft leben hier die einzelnen Nationen. Kämpfer pflegen der Ruhe, tummeln sich in entspannenden Spielen, ruhen in der Sonne, baden im See, während im Schilf Störche wie Philosophen zusehen. Aber auch das Training hat seinen wichtigen Platz auf einer besonderen Übungsbahn. Hier kommen die jungen Männer aus der ganzen Welt einander nah, wie beim gemeinsamen Essen im hoch sich abhebenden Bau des Gemeinschaftshauses. Erfrischungen sorgt eine Naturbar. Kämpfer auf, wenn sie nach bestandener Prüfung auf einem der olympischen Plätze in die Ruhe und Geborgenheit des olympischen Dorfes zurückkehren. Thank you.
100 Meter Freistil der Frauen. Wird gegen die holländischen Favoritinnen einer der anderen ankommen? Die Aufregung ist groß. Gisela Arendt ist nach 30 Metern etwas vor den anderen. Da! Sie wendet als Erste, ganz knapp. In der recht geschlossenen Linie kämpft das Feld. Die blonde Argentinierin Campbell kommt auf. Geht nach vorn, neben Gisela Arendt. Aber jetzt die Mastenbruck. Sie setzt ihre große Spurtkraft ein. Vor der Campbell liegt sie. Und jetzt kommt noch einmal unsere Gisela ins Rennen. Entschieden. Mastenbruck erste, Campbell zweite, Arendt dritte. Das ist die Siegerin Rie Mastenbruck. Ihre Trainerin Mutter Braun führt sie ab. Sie weint nach dem Sieg. Rückenschwimmen der Frauen über 100 Meter. Wiederum ist die Mastenbruck im Rennen. Dann die Senf, die Favoritin Holland. Zwei Amerikanerinnen, die Britsch und die Mordrich. Bis 50 Meter führt die Senf. Aber dann, bei der Wende bleibt sie stehen im Wasser. Die anderen sind längst fort. Die Mastenbruck hat eine schlechte Wende. Die Amerikanerinnen sind vorn. Aber die Holländermädchen lassen nicht nach. Sie greifen noch einmal an, die Senf und die Mastenbruck. Kommt zu einem erregenden Finish. Senf erste, Mastenbruck zweite, Britsch ist dritte. Wiederum ein holländischer Sieg. Gehen Sie die Senf aus dem Wasser. Sie wird beglückwünscht von allen Seiten. Jetzt deutet sie an, wie knapp sie gewonnen hat. Heben Sie jubelnd hoch. Vorbereitungen zum Wasserballspiel. Dieser Mannschaftskampf im Wasser reißt ebenso wie auf dem Land das Publikum mit. Der Kampf Ungarn gegen Holland.
die Goldmedaille im Fußball. Olympisches Endspiel zwischen Italien und Österreich. Die Azzurri, die hellblauen, sind die Italiener. In weißer Jacke sind die Österreicher. Italien findet sich zuerst. Schnellen Angriffen. Österreich wehrt ab. Jetzt abgewehrt zur Ecke. Eckball für Italien. Österreich muss sich zusammenfinden, um die wuchtigen, mit Elan vorgetragenen Angriffe der Italiener abzuwehren. Wiederum kommt Italien. Abgewehrt durch den Tormann. Weit ist der Ball ins Feld geboxt. Jetzt versuchen die Österreicher einen Angriff. Heißes Spiel im Mittelfeld. Angriff des österreichischen Mittelstürmers. Zwei italienische Verteidiger eilen herbei. Blocken den Angreifer ab. Gegenangriff der Italiener. Flanke von rechts herein. Jetzt Angriff Österreichs. Ein österreichischer Stürmer, der rechts außen kämpft mit dem italienischen Verteidiger um den Ball. Der Italiener bleibt Sieger. Tor! Italiens rechts außen. Frossi ist durchgebrochen. Die österreichischen Verteidiger konnten ihn nicht halten. Österreichs Tormann war machtlos gegen den Schuss. Aus nächster Entfernung abgefeuert. 1:0 führt Italien in dem Kampf. Österreich greift an. Schneller Kombination kommt der Ball nach vorn. Jetzt noch einmal Österreich. Angriff abgewehrt. Informieren Sie aufs Neue. Der Mittelstürmer führt den Ball. Verteidiger greift ihn an. Schnelle, geschickte Wendung im Dribbling. Stahlharter Schuss. Tor und Ausgleich. 1:1. Torwart für Zwiesprache mit seinem Verteidiger. Lange steht es 1:1. Die reguläre Spielzeit hindurch. Dann geht es in die Verlängerung. Wer wird Sieger sein? Italien kämpft leidenschaftlich. Angriff auf Angriff rollt gegen das österreichische Tor. Abgewehrt. Jetzt! Ein Verteidiger wehrt auf der Torlinie ab. Der Nachschuss geht am Tor vorbei. Kampf im österreichischen Strafraum. Schlechte Abwehr des österreichischen Verteidigers. Schuss! Der Ball springt ab! Frossi, der rechts außen ist, da vorbei eilt. Schießt links ein. 2:1. Das war der Sieg. Italien ist olympischer Meister. Auf der imposanten Naturbühne, die nach Dietrich Eckers benannt ist, wurde der Wettkampf der Turner ausgetragen.
Endspiel im Hockey zwischen der indischen Wundermannschaft und Deutschland. Indien in weißer Tracht, Deutschland in dunkler. Lange leistet Deutschland Widerstand, um schließlich doch der Kunst der Inder sich zu beugen. Dramatischer Geländeritt, Militäri der großen Vielseitigkeitsprüfung. Die heroische Leistung des deutschen Reiters Oberleutnant Freiherr von Wangenheim werden wir nicht vergessen. In der Militärprüfung war er schwer gestürzt, hatte das linke Schlüsselbein gebrochen. Trotzdem hatte er den Ritt beendet. Am Morgen des Sonntags trat er trotz seiner Verletzung zum zweiten Teil der Prüfung an. Vor einem Hindernis muss er scharf wenden. Da er die linke Hand nicht gebrauchen kann, gehorcht das Pferd nicht. Bricht im Hindernis zusammen. Mühe bringt der junge Offizier sein Pferd wieder hoch und mit zusammengebissenen Zähnen beendet er seinen Ritt. Das große Jachtspringen stellt die höchsten Anforderungen an die Reiter. Immer wieder müssen Versuche wiederholt werden. Manch einer wird abgeläutet, da sein Pferd das dritte Mal verweigert.
Der entscheidende Ritt im großen Yachtspringen. Oberleutnant Hasse Deutschland auf Thora, der spätere Sieger. Beim Stechen mit Oberleutnant Rang Rumänien auf Delphis entschied die bessere Zeit des Deutschen. War der letzte Kampf und gleichzeitig ein großer deutscher Sieg. Spät am Schlusstag der Olympischen Spiele. Möge die olympische Flamme leuchten durch alle Geschlechter zum Wohle einer immer höher strebenden, mutigeren und reineren Welt.